Digga, das ist so schwachsinnig, Mann. Ich dreh hier durch. Ja, ja, Mann, geht auf mich, ja! So, dann fangen wir mal an. Ich bin im Post. So. Wo liegt jemand? Hallo? Vom Stromkasten. Stromkasten. Okay, die Person, die den Kill gemacht hat, ist bei der Way ganz normal runtergelaufen. Ich habe Admin-Panel geschaut. Das war kein Vent. Die Person ist auf Storage gelaufen. Entweder Storage oder Low-End. Ja, also Licht ging aus. In dem Moment bin ich zum Admin-Panel. Brandon kam mir entgegen. Ich habe aufs Admin-Panel geschaut, habe gesehen, zwei Leute Electric. Light wird nicht gefixt. Eine Person Electric. Light ist immer noch nicht gefixt. Eine Person in Lower und Storage gleichzeitig aufgetaucht. Eine davon war wahrscheinlich Brandon. Und dann bin ich runtergelaufen und Leiche lag dort. Ich werde auch gerne gucken, wo Revi ist. Revi Weapons war. Ja, ich war gerade in Weapons drin und bin gerade in O2. Hab aber auch die ganze Zeit mich nur auf alle Subs hier konzentriert, die ich gerade gegiftet bekomme. Deshalb bin ich komplett raus. Warum schmeißen die Leute ihr Geld bei dir raus? Weil es absolut nachvollziehbar ist, Fine. Ich wollte dich jetzt. Ich wollte Revi. So einfach geht's, hat mich abgeholt. Ja, dann würde ich sagen, machen wir ein Random Word auf Brandon einfach, oder? Das ist ja der Strobel Random Word, oder? Letzten zwei Tasten. Das ist ja, eigentlich bin ich mal der Typ, der die Random Words immer reingesetzt. Ja, jetzt habe ich mein Wort schon gewastet, schade. Ich wäre fast rausgeflogen, ne? Ja. Warum? War doch zu weit, Alter. Einfach zu weit. Nein, dann hätte ich als geistig weitergemacht. Ehrenmann, Bro. Bitte bring mich nicht um, ich will leben. Ich will einfach nur leben. Na komm, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vase G-Time Safe. Okay, ja, also. Bist du mal ruhig reden? Nein, what the f. Doch. Alter. Also, ich habe Veni gefunden, direkt vor Comms. Entgegen kam mir auf dem Weg Vase, Revi und G-Time. Die kamen wahrscheinlich aus Electrical. Mhm. Ich weiß nicht, könnt ihr drei euch safe? Kamen wir, genau. Ich habe in alle Electrical. Drei? Ja, alle drei? Ja. Okay. Ich war in Electrical drin mit Henke und ich habe auch gemerkt, dass Vase überprüft hat, ob ich Henke töte. Damit ist Vase für mich auch safe. Ich habe hier einen Sass nach wie vor auf Brandon und Chef Strobel. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich wollte gerade sagen, wo ich bin. Ich bin gerade oben Mad Bay. Glaube ich dir nicht, ich wollte dich. Was ist, wie random ist das? Ich bin gerade oben Mad Bay. Komm, wo kamst du? Ich kam von oben von Cafeteria. Von ja. Weapons. Fine will mir aber auch gerade hier wieder zu sehr aufklären. Du bist gerade in Weapons und komm von Weapons. Ich mach gerade schon. Wo bist du hin, nachdem du in Electric warst? Henke, jetzt hör mal auf mit so blöden Fragen. Wenn du zugehört hast, wüsstest du das. Ich bin nämlich danach mit Vase und Gamers Time zusammen in Nuklearreaktor gewesen. Hab zuerst bis 10 gezählt und dann haben wir Reaktor gefixt. Fine habe ich in der Runde nicht gesehen. Also ich würde sagen, wir haben auf jeden Fall... Wir sind uns doch entgegengelaufen. Würde auch ein Self-Report von Fine gewesen sein. Ja, eben. Deshalb sage ich mal, also Fine, Brandon und Chef, da könnt ihr es, glaube ich, drauf einkreisen. Viele kamen gerade in Storage, da kamen sie mir entgegen. Dann würde ich sagen, Chef und Brandon. Ah, ich glaube, mit Chef Strobel liegen wir richtig und dann ist es Brandon. Oh, das ist so ein geiler Sound, dieses ganz kurze Pissen. Einfach nur geil. Ja, wenn Vase mich jetzt hier nicht umbringt, sage ich mal, jetzt hier keine Leiche drin ist, na, dann wird es Brandon sein. Und wahrscheinlich finde ich jetzt hier Vase Leiche, oder? Henke hat gerade den Raum zugemacht. A little bit sus in my eyes. Warte mal, Brandon, wo bist du hergelaufen? Ich gerade von Reaktor. Also, eine Sache, die mir aufgefallen ist eben... Warst du rechts auf der Seite? Warst du... Mir eben aufgefallen ist, als wir eben in Electrical drin waren, bin ich reingesteppt und der Raum ist zugegangen. Entweder hat Vase oder Henke den Raum verschlossen oder es war einfach per Random, dass der Imposter gesagt hat, da sind gerade drei Leute drin. Oder Fine stand am Admin-Panel. Pass auf. Ich habe jetzt eine Gegenvermutung. Ja. Du kamst rein und ist die Tür zugegangen und du hast es zu Anfang, dadurch, dass nur so wenig Licht war, nur Vase gesehen. Wenn ich wenig Licht hätte, habe ich Imposter-Vision, Bro, und da würde ich eigentlich alle sehen. Lost. Warte mal, Fine, wo bist du hergelaufen? Bist du auf der Seite zu Dings gelaufen oder woher kamst du? Ich bin Weapons, hab mein Download gemacht, dann bin ich in Admin und anstatt meinen Task zu machen, habe ich mich die ganze Zeit ans Admin-Panel gestellt, weil ich dachte, ich mach ein bisschen Sherlock. Und dann bist du direkt hoch Cafeteria. Dann bin ich direkt hoch und hab den Button gedrückt. Also ich smell irgendwie Brandon bei dieser ganzen Geschichte. Der hat doch einen unglaublich hässlichen Hut auf hier in-game. Ey, wir können jetzt einfach auf random Brandon voten, aber ich würde sagen, warten ein bisschen. Denn? Das Ding ist, wir haben mit Chef, glaube ich, richtig gelegen. Ja, glaube ich also auch. Also wenn jetzt noch zwei Imposter sind, sind die schlecht. Ja, das stimmt. Die hätten es halt finishen können, so. Ja. Weil du Acting voll sass. Ja, warum stimmt schon. Warum Acting voll sass? Was an meinem Acting ist sass? Wenn du so redest, Bro, weil du so redest. Weißt du, was ich meine? Du redest so, als wärst du ein Mörder. Verstehst du, was ich meine? Deshalb, Brandon. Weißt du, deine Stimme ist so ein bisschen so, als wärst du, als hättest du jemanden umgebracht. Und deshalb würde ich sagen, haben wir jetzt gewonnen. Let's go. Achtung. Oh mein Gott, so random. Ich bin der beste Spieler der Welt. Was ist euer Lieblingssong von Dead Adam? Deine Mom. Ja, gelogen. Come on, guide me through the night. Bitte auf zu singen. Nein.
Es ist echt schade, dass immer Vini zuerst gekillt wird, weil angeblich ist er der beste Spieler. Ich würde auch mal gern zuerst umgebracht werden. Das wird wohl nicht passieren, wenn Ich werde jetzt warten, bis die Zeit abgelaufen ist und Fine voten. Wen würdest du safen? Fine? Brandon? Fine, Brandon und ich können den Kill nicht gemacht haben eigentlich. Dann der Nico. Wo war der eigentlich? Ja, stimmt, weil der Nico alleine war. Die ganze Zeit war ich nicht drin. Ich bin die ganze Zeit in Office drin. Ja, lass skippen, lass uns Hass auf der Nico halten und gut ist. Schade, wie das wenig gehittet hat, aber an der Stelle, Vini, du bist einfach zu gut. Alter, Brandon ist wirklich unschuldig. Der ist einfach gestorben. Und Vase ist auch. Lass mich raten, in O2. Wurde gefunden? Ja, der wurde in O2 gefunden. Der liegt direkt vorm Baum. Ich habe nämlich vier Leute bei Admin an O2 gesehen. Vier Leute habe ich da gesehen. Gamers Time kann ich dafür proven. Der Vent in O2. Wo führt der hin? Nach Camps. Nee, doch, Camps. Camps, ja, ist richtig. Nur nach Camps oder führt er noch nach draußen? Nee, man kann auch in die Mitte nach draußen. Also man kann auch nach draußen. Weil Chef kam gerade aus der Richtung von dem Vent draußen neben Electrica am Zaun. Ja, dann wollten wir raus. Wir sind bei sieben. Lass doch nicht so. Wir wollten nicht direkt. Wer war bei Camps? Hat jemand bei Camps was gesehen sonst? Nee, bei Camps war keiner. Ich war mit GTM gerade online. Ich bin doch gerade in Camps drin. Hallo, hör mir zu. Dann bist du da gerade reingewendet, Chef Strubel. Hast dich nochmal in die Sch*** geritten. Hä? Chef, du bist mir doch gerade entgegengelaufen. Du bist gerade in Storytime. Jetzt lügst du auch noch. Ich bin hier angekommen. Ich bin von oben gekommen. Nein, Fine, bist du von oben gekommen. Die Camps waren noch an. Ey, bitte, die Camps waren an. Die Camps waren noch gerade die ganze Zeit an. Du bist von unten gekommen. Die Camps waren gerade die ganze Zeit an. Und wo bist du jetzt, Chef? Ich hatte doch gerade in den Camps. Aber du kannst ja da reingewendet sein nach dem Kill, Bro. Das macht halt vollkommen Sinn. Chef doch gerade gesehen. Der ist gerade von unten gekommen. Hör mir zu, wie das geht. Wie soll das gehen, dass die Camps dauerhaft an sind? Dass ich wente, dass die Camps weiter anbleiben. Indem du schnell rüber wendest, zack, killst es eben. Es waren zwei Leute in Camps, wahrscheinlich die Leiche auch noch. Ich calle der Nico und Chef, ich würde aber jetzt, ich würde trotzdem noch warten. Ich call aber Chef. Ich würde warten, viele kann ich proven, Gamers Time kann ich proven, Henke kann ich proven. Und bin dann zu Southwest und hab dann am Ende Revi gesehen, glaube ich. Aber dann ist halt Henke auch noch drin, ne? Ja, Henke ist probably auch ein bisschen sass. Ich geb Chef Strobel den Vote. Ich fand Specimen übrigens, der Admin war. Specimen gerade reingelaufen vor 3 Sekunden. Also ich sage, Strobel und Henke oder Nico? Gamers Time ist so süß, wie der immer meine Hand hält und mir hinterherläuft. Du sitzt im Mercedes und bist ein Loser. Und ich schwitze in der Bahn und bin ein Loser. Genau. Ja, Chef Strobel hat gerade vor meinen Augen im Beisein von Henke, dem anderen Imposter, gerade jemanden gekillt. Also sind Chef Strobel und Henke. Nein, 100%iger Proof. Chef Strobel hat gerade Gamers Time getötet, neben Henke. Es waren nur Henke, Chef Strobel, Gamers Time und ich da. Und einer von den beiden war es. Ihr wisst gegenseitig, dass sie. Ich bin nochmal zurückgelaufen zum Reporten. Henke hat gerade seinen Imposter-Mate. Redi, mach mal kurz. Ach komm, doch drauf, Alter. Ich selber. Wie Chef gekillt hat, und ich wollte gucken, wer jetzt alles da genau in dem Raum war. So, und zwar dann Revi und Chef. Die Sache ist, jetzt entweder war es Chef oder Revi. Aber Revi ist halt, ich glaube, Revi ist Ich bin zu Lightfix nach oben gekommen. Und dann ist da reingekommen Revi, G-Time und Henke. Mhm. Ich bin rausgelaufen und ist währenddessen ein Kill passiert und jetzt hat Henke das reported. Ich bin wirklich rausgelaufen. Das Ding ist, Fine, ganz kurz. Es ist Framing. Es ist jetzt gerade, dass Henke und Chef Strobel hier durch gegenseitiges Beschuldigen und Decken versuchen, das auf mich zu framen. Könnt ihr den glauben? Dann votet ihr. Wenigstens müssen wir jetzt Henke oder Chef Strobel rausvoten. Nee, ich kann es ja nicht genau sagen. Ihr beide Chef. Deswegen denke ich, wenn wir Henke voten, weil ich glaube nicht, dass es Tim ist. Nein, Henke, ich glaube, also Chef Strobel wird wahrscheinlich nicht gekillt haben. Tim, wir beide sind es nicht. Chef Strobel wird nicht gekillt haben in dem Moment. Chef Strobel wird nicht gekillt haben. Revi, jetzt halt doch mal den Mund. Mann, ich war doch dabei. Was bringst du denn, wenn du irgendwas sagst? Ja, du aber ihr habt alle 3 eure Sache gesagt, Tim, und ich wüsste nicht. Nein, ich bin doch noch gar nicht gone. Ach. Doch, lass uns mal Fino und Tim reden. Digga, das ist so schwachsinnig, Mann. Ich dreh hier durch. Chef, du sagst, Revi und Henke sind es. Revi sagt, Henke und Chef sind es. Wenn wir Henke voten, müssen wir safe sein, weil ich glaube nicht, dass es Chef und Revi sind. Aber Chef war eben schon mal sass. Ich glaube auch, dass Henke und Revi es sind, weil obwohl ich Chef gesagt habe. Okay, dann lass, ich habe jetzt Henke gewotet, dann ist Chef gewotet. Drückt Henke den Vote drin, damit liegen wir auch richtig. Der andere ist Chef. Hä, what the fuck? Warum mich denn? Ich hab's doch gerade reported, Alter. Ja, weil es ist Helfer. Ich glaub, Revi ist es. Der Standard. Geht auf mich! Ja! Votet mich raus, bitte! Ihr seid so dumm, Alter! Ja, was weiß ich? Das ist